Bibi und Julian erleben den wohl glücklichsten Moment jetzt zum zweiten Mal, denn die YouTuberin ist jetzt wieder Mutter geworden. Diesmal hat sie eine Tochter bekommen und sie nennt sie Emily. Beide haben sich zu Wort gemeldet und können ihr Glück kaum fassen. Nun hat sie sich per Videonachricht zugeschaltet und hält ihre Tochter auf dem Arm. Das ist allerdings die erste Nachricht an alle Fans nach der Geburt. Bei ihrem Erstgeborenen hat sie sich lange geweigert, sein Gesicht zu zeigen. Bei ihrer Tochter Emily scheint sie damit lockerer umzugehen. Wahrscheinlich sehen wir schon sehr bald auch schon das süße Gesicht. Hallo ihr Lieben. Irgendwie richtig komisch jetzt plötzlich wieder hier nach einigen Tagen Ruhe was für die Story aufzunehmen. Ich wollte mich bei euch melden. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe ein Bild heute hochgeladen. Die kleine Emmy ist endlich da und wir sind zu Hause. Uns geht's gut und wir leben uns gerade ein. Ich weiß nicht, wie es die nächsten Tage hier weiterlaufen wird. Ich versuche auf jeden Fall vielleicht in den nächsten Tagen auch mal ein kleines Update-Video oder so für euch zu drehen, wo wir so einen kleinen Geburtsbericht oder sowas für euch machen. Aber jetzt wollte ich mich erstmal melden und euch sagen, dass wir sehr, sehr happy sind und alles gut ist. Findet ihr es richtig, dass Baby ihr Neugeborenes zeigt? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Video und danke fürs Zusehen.